Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es für euch den zweiten Teil des Q&A mit meinen Kindern, mit meinen beiden Jungs. Im Februar hatte ich den ersten Teil veröffentlicht. Wer das Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke es oben in den Infokarten, da könnt ihr gerne nachschauen. Zu diesem Video habe ich sehr, sehr positives Feedback bekommen von euch Zuschauern. Herzlichen Dank, ich habe mir wirklich auch jeden Kommentar durchgelesen und auch fast zu jedem Kommentar irgendwas geschrieben oder mein Feedback eben gegeben, hat mich wirklich sehr gefreut. Ich möchte aber noch darauf hinweisen, dass ich hier auf YouTube nur einen ganz kleinen Aspekt meines Lebens oder des Lebens mit meinen Kindern teile. Das ist immer nur so ein kleiner Ausschnitt. Es gab viel Feedback, ja, ihr seid so eine harmonische Familie und da ist so viel Liebe da und ja, toll, was ich so höre und ganz, ganz toll. Ja, wir leben auf alle Fälle Harmonie und wir haben auch eine sehr liebevolle Beziehung zueinander und mir ist bedürfnisorientiertes Aufwachsen bzw. bedürfnisorientiertes Begleiten meiner Jungs sehr wichtig. Aber auch wir haben Momente, wo es Auseinandersetzungen gibt, wo es Reibungen gibt, wo auch mal Grenzen überschritten werden. Ja, wir sind da einfach eine ganz normale Familie, aber der Fokus liegt schon auf Harmonie und bedürfnisorientiert Begleiten. Da fällt mir auch jetzt noch spontan ein, ich hatte letztes Jahr ein Kommentar unter einem Video, da schrieb jemand, sag mal, hast du nur Ernährung im Kopf? Und da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil das mag den Anschein haben, weil hier auf meinem Kanal wird ja die Ernährung fokussiert, pflanzliche Ernährung, pflanzenorientierte Ernährung, vegane Ernährung, Rohkosternährung, es geht schon viel um Ernährung und Rezepte. Aber das macht mich ja nicht aus, das ist ja nur ein Aspekt, den ich nach außen trage. Es gibt noch ganz viele andere Aspekte, die ihr gar nicht kennt, die ich gar nicht öffentlich mache. Und ich habe mir diesen Kommentar kopiert und mit in meine Video-Ideenliste gesetzt und habe gedacht, da mache ich dieses Jahr auf alle Fälle nochmal ein Video und gebe mal so Einblicke, was mich noch so beschäftigt, was mich noch so interessiert, was mich noch so ausmacht. Ach, bevor ich es vergesse, im ersten Q&A habt ihr Zuschauer ja gehört, was die Lieblingsspeisen meiner Jungs sind. Für den Jüngsten war es der Pudding und für meinen Ältesten die Frucht Jackfrucht. Und ich hatte kürzlich auch ein Rezeptvideo veröffentlicht mit zwei rohveganen Schokopudding-Alternativen und eine davon kann ich auch immer meinem Jüngsten als Alternative wirklich auch anbieten. Und unser Mitbewohner, dem Henry, hat dieses Pudding vom ersten Q&A so gut gefallen, weil das er sich ja wirklich durch das ganze Video zog und er hat sich dann dieses Pudding rausgezogen und als Klingelton installiert auf seinem Smartphone für WhatsApp. Immer wenn er jetzt eine WhatsApp bekommt, geht es Pudding. Das hatten wir auch in diesem Pudding-Video mal gezeigt. Und Henry hatte dann noch die verrückte Idee, diesen Ton jetzt wirklich auch anzumelden auf einer Plattform. Und das ist jetzt auch genehmigt worden. Also ab sofort kann man sich den Pudding-Klingelton herunterladen. Den Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Jetzt geht's aber los. Der zweite Teil des Q&As. Eure Fragen, unsere Antworten. Weiter geht's mit dem zweiten Teil des Q&As. Fragen und Antworten mit meinen Kindern, mit meinen Jungs. Und da habe ich ja auch wieder einige Fragen vorbereitet bzw. hier mir entsprechend markiert. Beginnen wir mit der ersten Frage. Ihr habt bestimmt schon mal industrielle Süßigkeiten bei Freunden gegessen. Was ist da euer Liebstes und vermisst ihr sowas manchmal? Überraschungseier und ja, ich vermisse manchmal sowas. Zum Beispiel, wenn ich irgendwo davor stehe und dann, ja, will ich essen. Und du, Simon? Keine Ahnung. Du weißt, gab es mal irgendwas, was du irgendwo ja, bei Freunden, ich weiß auch nicht, wie das heißt, Oma und Opa gegessen hast? Was Süßes irgendwas. Also man muss ja sagen, meine Jungs essen auch industrielle Süßigkeiten. Also auch die veganen Süßigkeiten aus dem Bioladen sind ja auch industriell hergestellt. Auch wenn sie aus, sage ich mal, gesünderen Zutaten bestehen und eben vegan sind. Das kaufen wir auch schon ab und zu mal. Oder vegane Gummibärchen. Du hast ja letztens auch Lakritz im Bioladen gekauft. Also es ist nicht so, dass sie keine industrielle Süßigkeiten kennen. Also ich mache ja nicht alles selber. Also leider wollen meine Jungs auch immer mal was Süßes essen mit einer bunten Verpackung drum. Obwohl ja. Schokolade. Ja, obwohl ich auch gern viel selbst zubereite. Backe, Kuchen und Brot und Schokolade und Energiebällchen. Aber manchmal muss es doch was mit bunter Verpackung sein. Genau. Die nächste Frage. Mich würde unter anderem interessieren, wie lange deine Jungs gestillt wurden. Sollte das zu weit in eure Privatsphäre dringen, verstehe ich das natürlich. Weitere Fragen hätte ich zum rohveganen Kinderalltag eingebettet in unser gesellschaftliches System. Also das ist überhaupt kein Problem bezüglich Privatsphäre. Ich habe dazu ja auch schon ein Video gemacht. Grundbedürfnisse von Kindern. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Titel war, wo ich auch eben über lange Stillen gesprochen habe, über Familienbett und Tragen des meiner Jungs.
Und ich habe meine Jungs jeweils 3 Jahre und 3 Monate gestillt, nach Bedarf. Genau, das, oder auch ein paar Tage mehr. Ja, ich glaube, so ungefähr drei. So, ihr seid ja beide im April geboren. Dann war April, Mai, Juni, bis Ende Juni so. Ich glaube, ab Juli habe ich dann das nicht gestillt. Beim Simon einfach, weil es mir dann genug war und er dann auch langsam bereit war, loszulassen. Und bei dir, das war eher bei dir so. Mhm. Und bei Simon war es so, weil ich eine Weisheitszahn-OP hatte und ich wollte da nicht stillen. Eine Weisheitszahn? Ja, bei mir mussten 3 Weisheitszähne gezogen werden und ich wollte dann nicht nachts stillen müssen. Weil ich ja auch Schmerzmittel genommen habe und da wollte ich dann eigentlich nicht stillen und da habe ich das vorher schon so ein bisschen... Aber Simon hat dann, glaube ich, ein bisschen Reismilch oder Hafermilch nachts getrunken die ersten Tage und dann war das ganz schnell okay. Und bei dir war es, glaube ich, so ähnlich. Ich habe immer nach Bedarf gestillt und das hieß auch, dass ich die ersten Monate alle 2 Stunden gestillt habe, Tag und Nacht. Also ich habe mich nie da an irgendwelche Ratgeber gehalten, die sagen, ja, alle 4 Stunden oder alle 3 Stunden und ein Kind kann auch mal schreien. Ich habe das einfach intuitiv gemacht und jede Frau, schätze ich, trägt das in sich, zu wissen, was gut ist. Und für mich spielt auch dieses bedürfnisorientierte Begleiten, bedürfnisorientierte Aufwachsen der Jungs auch eine ganz wichtige Rolle, nicht nur beim Stillen. Und aerobigen Kinderalltag haben wir ja nicht, weil meine Jungs, das habe ich auch schon immer wieder gesagt, die sind weder 100% vegan noch 100% roh. Ich versuche ihnen so eine pflanzenbasierte Ernährung wie möglich anzubieten und auch natürlich so frisch wie möglich. Aber sie sind keine Rohkost und auch keine Veganer. Also von daher ist es auch gar kein Problem, auch weil sie im gesellschaftlichen Kontext, sei es, dass sie bei Kindergeburtstagen sind, so irgendwelchen Veranstaltungen mit Familie, mit Freunden irgendwo sind, dann essen sie einfach auch alles das, was sie dort möchten. Das haben wir eigentlich schon jetzt viele Jahre lang so gehandhabt, dass sie einfach auch keine Außenseiter sind. Wie ihr gehört habt, haben wir keinen rohveganen Kinderalltag, weil die Jungs weder 100% vegan noch 100% roh leben möchten. Ich kann mich erinnern, als sie jünger waren, konnte ich das eher vermitteln. Jetzt sind sie älter, sie werden jetzt 14 und 10 Jahre alt und haben da auch ihren eigenen Kopf, ihre eigenen Bedürfnisse, ihre eigenen Wünsche und die versuche ich dann auch immer zu berücksichtigen. Aber mein Fokus ist nach wie vor auf pflanzenbasierte Ernährung, so pflanzlich wie möglich, so frisch wie möglich und ich bereite auch wirklich viel selber zu. Zum Beispiel der Simon, der Älteste, der liebt Kartoffelbrei und den bereite ich natürlich immer frisch zu. Den gibt es niemals aus der Packung. Simon, weißt du noch deine Reaktion? Wo ich sage, das gibt es übrigens auch aus der Packung Kartoffelbrei, so Kartoffelflocken. Und da hast du doch irgendwie so, bäh. Oh, hast du, interessant. Dann, bäh. Hast du dann irgendwie so eine Reaktion. Ne? Frisch ist wirklich immer am besten. Jetzt kommt vielleicht auch noch die Frage auf, das könnten wir jetzt gleich noch mit beantworten, weil es bei uns aktuell ansteht, ob wir denn auch einen rohveganen oder veganen Kindergeburtstag feiern. Die Jungs haben jetzt am 4. und 5. April Geburtstag. Wir haben jedes Jahr einen Doppelpack-Geburtstag. Wir feiern 48 Stunden durch, so ähnlich. Jetzt natürlich die Frage, was wünschen sich die Kinder zu essen zum Geburtstag? Silas, magst du mal zuerst? Also zu meinem Geburtstag will ich auf jeden Fall einen Eiskuchen, also eine Eistorte. Die haben wir im Bioladen letztens gesehen. Ne? Hast du schon ganz große Augen gekriegt. Da habe ich gesagt, na, vielleicht zum Geburtstag. Aber die ist nicht vegan. Und dann will ich auf jeden Fall noch Nudeln mit Käse. Ja. Mit richtigen Käse. Es gibt ja auch veganen Käse, den ich auch ab und zu kaufe. Und dann zum Geburtstag, zu Weihnachten wünschen sich die Jungs auch oft Nudeln. Und dann sagen sie dann immer, aber mit richtigen Käse. Und dann will ich noch rote Grütze mit weißer Soße. Die rote Grütze gibt es auch im Bioladen, so eine Fruchtgrütze. Und die Vanillesoße wollte ich selber machen. Aber die darf ich dann auch vegan zubereiten. Ne? Vielleicht. Na, wir werden sehen, was es gibt. Aber die rote Grütze, die wird auf alle Fälle noch besorgt. Noch irgendwas, was du dir wünschst? Ja, Pudding. Pudding, ja, ich glaube, das bringt die Oma mit, die kommt ja zum Geburtstag. Das ist ja immer so eine Sache zwischen dir und Oma, ne? Pudding. Hm. Wenn sie kommt, bringt sie dir Pudding mit und wenn du dort bist, gibt's Pudding, aber das ist ja eure Geschichte so, ne? Mhm. Genau, sie hat dich damit sozusagen angesteckt, infiziert mit dem Pudding-Virus. Pudding! Simon, was wünschst du dir zum Geburtstag? Gulasch. Also so ein... Also nicht den Linsengulasch, sondern den anderen, ne? Den Eintopf. Oder wünschst du dir Linsengulasch? Eintopf. Weil ich hatte ja letztens auch ein Video veröffentlicht, veganer Linsengulasch, auch sehr gut angekommen. Wer das Video noch nicht geschaut hat, das verlinke ich oben in den Infokarten. Aber es gibt noch einen ganz anderen tollen Eintopf. Den habe ich bei Freunden auf La Palma kennengelernt. Die haben den da gekocht und dann habe ich das für Simon zu Hause nachgekocht. Und das schmeckt ihm sehr, sehr gut. Ich koche es gern mit Jackfruitfleisch, aber Simon hat sich diesmal ausdrücklich mit Sojaschnetzel gewünscht. Ich bin ja nicht leckerer. so ein,
Ich bin ja nicht so ein Soja-Fan, obwohl es auch ab und zu Räuchertofu gibt, aber von diesem Geschnetzelten, weil ich so das Gefühl habe, oh, das ist ja auch noch, ich weiß nicht, wie industriell das hergestellt ist. Da finde ich irgendwie Tofu, Räuchertofu und die bisschen mildere Variante, aber ich bin jetzt sonst nicht so Soja-begeistert, aber der Simon hat halt den Wunsch auch immer mal nach Räuchertofu oder jetzt eben das Sojaschnetzel. Da werde ich jetzt nochmal im Bioladen Sojaschnetzel kaufen und dann werde ich ihm seinen anderen Lieblingseintopf kochen. Ne? Den Linsengulasch magst du auch, aber jetzt zum Geburtstag ausdrücklich den anderen Gulasch. Vielleicht mache ich dazu auch mal ein Video, wenn gewünscht wird. Hast du sonst noch einen Wunsch so an süßen Sachen zum Geburtstag? Schokolade. Schokolade. Da gibt es ja auch, du hast ja sogar vegane Lieblingsschokoladen. Ne? Aha. Also wenn es möglich ist, vegan. Aber wenn die Jungs ausdrücklich wünschen, diesmal wollen wir es nicht vegan, versuche ich das auch zu berücksichtigen. Und mein Kompromiss ist dann immer, im Bioladen zu schauen oder wenigstens in Bioqualität. Das ist mein Kompromiss, dass dann eben nichts aus dieser konventionellen Massentierhaltung mit enthalten ist in den Lebensmitteln. So, die nächste Frage. Wie würdest du reagieren, wenn du später bemerkst, dass deine Kinder rauchen und Alkohol trinken oder Drogen nehmen? Habt ihr dazu schon selber eine Meinung? Ich meine, also rauchen will ich auf jeden Fall nicht, Drogen schon überhaupt gar nicht und trinken, nö. Also trinken. Eigentlich alles nein. Also Alkohol. Und Simon, du? Ich will nicht rauchen und auch keine Drogen nehmen. Aber ich will Apfelsaft trinken. Oder du kannst ja auch Apfelwein zubereiten. Was ist das? Apfelwein? Es hat auch dann, ich weiß nicht genau, wie der hergestellt wird, aber da wird auch aus Apfelsaft so eine Art Wein gemacht, der dann auch Alkohol enthält. Aber Kaffee will ich vielleicht irgendwann mal trinken. Probieren, okay. Also, probieren. Ihr hört, meine Jungs sind erstmal dagegen eingestellt, aber man weiß ja nie, was die Zukunft bringt. Ich selbst habe nie geraucht oder großartig Alkohol getrunken. Ich habe vielleicht in meinem ganzen Leben so viel Alkohol getrunken wie manch einer am Wochenende. Und Drogen habe ich jetzt so auch noch nie genommen, außer zweimal in Südfrankreich. Warte, hast du Drogen genommen? Hanfkekse habe ich mal probiert. Aber die Reaktionen darauf waren schon ein bisschen beängstigend. Aber ich würde es jetzt nicht generell jetzt so verteufeln oder für andere ablehnen. Aber für mich sind einfach solche Mittel, Drogen an sich oder ist jetzt für mich nicht, steht nicht an erster Stelle. Das brauche ich auch nicht. Das ist für mich persönlich unnötig. Ich möchte da aber keine Bewertung für alle vornehmen, sondern sag einfach, ich brauche das nicht. Ich wüsste gar nicht, warum ich das konsumieren sollte. Und ja, wenn meine Jungs später, wenn sie erwachsen oder jugendlich sind, so entscheiden, das zu probieren, dann sollen sie das tun. Aber ich hoffe, dass sie dann einfach damit bewusst umgehen und nicht wie so viele andere Menschen auch dann wirklich abhängig davon werden. Also, ich meine, mit dem Rauchen ist ja so eine Sache, mich auch in den letzten Jahren ein bisschen damit beschäftigt oder mir auch mal so ein paar Vorträge dazu angehört. So mal ein Unterschied, wenn man echten Tabak raucht, nur die Tabakblätter oder dann eben das, was hier so als Zigaretten oder Tabak angeboten wird. Das sind große Unterschiede, da stecken noch viele Zusatzstoffe drin und das macht dann wirklich auch abhängig, als wenn man so ganz bewusst und mit Genuss mal eine Zigarette aus reinem Tabak raucht. Also da soll wohl ein Unterschied bestehen. Ich habe da damit keine Erfahrung gemacht und auch mit dem Alkohol. Manche trinken Alkohol wirklich sehr bewusst und als Genuss, aber für manche ist es wirklich so ein Mittel, um sich zu erden, um sich ein bisschen zu betäuben. Und ich wünsche mir für meine Jungs einfach, dass, egal was sie später probieren, dass sie es wirklich mit einem großen Bewusstsein dann konsumieren und probieren und dass sie davon nicht abhängig werden. Die nächsten Fragen, also es sind zwei Fragen, die so ein bisschen, die könnte man zusammen, glaube ich, beantworten. Mich würde interessieren, was deine Kinder davon halten, dass du YouTube machst. Und dann gibt es noch eine Frage. Würdet ihr gern in mehr Videos vorkommen? Wollt ihr erstmal, Silas, willst du was dazu sagen? Ja, also, warte kurz, was war noch eine Frage? Mich würde interessieren, was deine Kinder davon halten, YouTube macht. Also, ich finde es nicht schlimm. Grüße. Also, ich finde es nicht schlimm. Und finde es nicht schlimm, habe ich aber Glück gehabt. Das klingt jetzt auf mich. Oh, okay. Und würdet ihr gerne mehr Videos vorkommen? Also nicht so, also ja, geht so. Von Weiden oder stimmlich? Ach so. Nee, ich meine, das macht man ja jetzt manchmal, dass man deine Hände sieht und dass man dich von Weiden sieht oder dass du mal was sagst oder so. Aber jetzt nicht direkt, dass du dich vor die Kamera stellst auf meinem Kanal und da irgendwas erzählst. Und du, Simon? Ich finde es cool, dass du YouTuber bist. Rein, ja. Was?
Würdest du gerne mehr in mehr Videos vorkommen? Ich? Ne. Also dir reicht auch so mal die Stimme oder mal eine Hand oder von Weitem, wie du mal irgendwo rumspringst oder irgendwas irgendwo hinläufst, genau. Lauf nicht springen. Aber man muss dazu sagen, die Jungs haben ja auch einen eigenen YouTube-Kanal. Aber das sieht man euch ja auch nicht, ne? Da ladet, was ladet ihr hoch? Let's Plays, Klaviervideos, und andere Videos halt. Aber ihr habt jetzt schon länger nichts mehr hochgeladen, ne? Aber wir können mal euren Kanal seit einem Jahr nichts mehr hochgeladen. Ja, ungefähr. Aber ihr wolltet ja nochmal. Ja, ab und zu kommt mal was, je nach Lust und Laune. Und ja, wir können den Kanal ja. Wie heißt euer Kanal? Conleas, von mir wollt ihr umbenennen. Ja. Conleas, wie wollt ihr es umbenennen? Wissen wir noch nicht. Aber Conleas passt nicht so. Conleas. Könnt ihr mal kurz sagen, wie setzt sich der Name zusammen? Also, wir brauchten eigentlich zuerst einen Namen für Steam. Und weil die meisten Namen, die wir wollten, schon besetzt waren, haben wir uns dann Conleas genommen und das ist ein Misch aus unseren zweiten... Konstantin Leander, also, und das halt, S ist für Simon Silas. Ja, weil Conleas klingt nicht wie jetzt während der Jungs. Ja, Conleas. Conleas klingt halt schon besser, genau. So, jetzt kommen wir zum nächsten Fragenkomplex. Da hatte jemand drei Fragen gestellt und zwar kurze Fragen. Was sind eure Lieblingsfächer in der Schule, Silas? Meine drei Lieblingsfächer sind Kunst, Deutsch und Sport. Also in der Grundschule war Ethik mein Lieblingsfach und dann Kunst und Werken. Wurdet ihr schon mal wegen eures Lebensstils geärgert? Nee, ich nicht. Nee. Ich auch nicht. Fall. Niemals. Was ist euer größter Wunsch? Mein größter Wunsch ist es, ein bekannter Let's Player zu werden. Mhm. Simon? keine Ahnung. Also ich bin jetzt auch gerade wunschlos glücklich, sag ich mal so. Ich wüsste jetzt auch gerade gar nicht, was mein größter Wunsch wäre. Da müsste ich wirklich ein bisschen länger drüber nachdenken. Ich auch. Aber ja, da gäbe es bestimmt irgendwas, was man sich mal gerne erfüllen würde wollen. Aber mir fällt da jetzt auch nichts ein. Bin ich ja wirklich der Einzige, der einen großen Wunsch hat? Jetzt fällt mir was ein. Also ein Wunsch von mir wäre, den ich gerne so in den nächsten Jahren irgendwann mal umsetzen würde, mal so 2, 3, 4 Monate auf La Palma zu leben. Das ist eine kanarische Insel. Das ist eine wunderschöne Insel. Ja, das könnte ich mir vorstellen, da mal eine Zeit zu verbringen und einfach mal zu entspannen und so den Frieden auf der Insel zu genießen und da auch eine schöne Zeit mit den Menschen, die wir da kennengelernt haben, zu verbringen. Dann kam noch eine Frage und zwar nach ein paar Geschichten aus unserem Leben, ob wir mal so ein paar Geschichten aus unserem Leben erzählen. Und da habe ich mir gedacht, so 2 witzige Begebenheiten wären ganz schön für euch. Wir lieben Humor, es gibt auch immer mal wieder Situationskomik, also wir lachen gern zusammen. Und da erzählen wir euch jetzt mal 2 witzige Begebenheiten. Silas, beginnst du mit der ersten? Ja, zum Beispiel in Sardinien, als wir da mal waren, da wollten wir Pizza essen, aber wollten nach Hause gehen und Tima hat dann die Pizza unterm Arm gehalten, also so schief und dann ist die Eiskäse direkt auf meine Hand geklappt. Ja, das war sehr witzig, ja. Wir haben, also immer wenn wir in Italien sind, Sardinien oder Sizilien, ist halt so ein Ritual, dass die Jungs ab und zu Pizza Margherita bekommen. Mhm. Und da haben wir dann die Pizza abgeholt und sind dann ein Stück noch zurück zur Unterkunft gelaufen. Und Simon, unser treuer Holly, nahm die Pizza, anstatt sie vorsichtig vor sich herzutragen, hat sie einfach mal unter den Arm geklemmt. Und dann tropfte der Käse auf Silas Hand und Arm und auf einmal, das ist heiß. Da haben wir so gelacht. Das war so. Da muss Simon auch gleich selber mitlachen, obwohl es auch ein bisschen auf seine Kosten geht. Aber das ist auch manchmal so die Situation. Aber Simon, mir passiert auch sowas. Manchmal so Sachen, wo du dir in den Kopf greifst, denkst du, oh mein Gott. Ist mir auch schon passiert. Ne? Genau, das ist so eine witzige Situation. Und wenn wir uns daran erinnern, mal wieder, dann müssen wir dann immer alle 3 lachen. Das löst allgemeine Heiterkeit aus. Und die zweite witzige Situation, die ist auch auf Sardinien passiert, letztes Jahr, im Oktober. Also es löst jetzt auch noch bei mir Lachanfälle aus, massive Lachanfälle, wenn wir darüber reden. Und zwar folgende Situation. Wir waren
in einer Unterkunft, also damals im Oktober gab es ja auch so Überschwemmungen und Regen und unsere Unterkunft damals, die wir ursprünglich gebucht haben, war eben dann genau in dieser Region, wo es ganz viel regnete und da haben wir uns mal für 3 Tage eine Auszeit genommen, sind auf die andere Seite der Insel gefahren, wo die Sonne schien und hatten dann auch eine wirklich wundervolle Unterkunft mit Blick aufs Meer und Pool. Ich blende euch mal ein Bild ein und dann am Abend wollten wir mal so ein bisschen Sterne gucken, sind wir runter an den Pool gegangen, wollten ein bisschen so das Meeresrauschen hören und die Sterne gucken und ja, auf einmal war der Simon weg. Der Simon stand noch neben mir. Ich hatte das nur so aus dem Augenwinkel entdeckt, dass der auf einmal verschwand. Zack, war weg. Und dann hat sich rausgestellt, ihr seht das vielleicht auch auf dem Bild, da gibt es den Pool und um den Pool gibt es dann nochmal so eine Art Graben, so ein Rahmen drum, der auch nochmal mit Wasser gefüllt ist. Und an dem Abend war es dunkel, aber der Pool war so ein bisschen angestrahlt durch leichte Strahler und da konnte Simon nicht so genau sehen, wo er hintritt. Oder den Mund konnte man gar nicht sehen. Also es war wenig Licht, der Pool war beleuchtet, aber dieser Streifen ringsrum eben nicht, der da noch ringsrum um diesen Pool, den es da gab. Und da ist Simon dann einfach mal reingerauscht. Zack, war weg. Aber komplett weg. Ja. Also im ersten Moment war mir überhaupt nicht viel lachen. Ich dachte, oh mein Gott, ich war richtig geschockt. Und dann kam Simon auf einmal wieder hoch und kletterte aus diesem Graben raus, stellte sich neben mich und meinte, ma, ist das hier nass. Und da habe ich gedacht, so jetzt gehen die Lichter aus, da musste ich so lachen, ich habe mich gar nicht mehr eingekriegt. Und dann, der Einzige, der das richtig gesehen hat, war Silas. Der saß nämlich am Pool und hat noch mit seinem Bruder geredet. Und der musste dann auch lachen und er meinte dann so kurz danach so ganz trocken, ich habe mich schon gewundert, was der macht. Ich wollte noch sagen, Simon, pass auf. Und dann ist Simon da reingerauscht. Also das löst richtige Lachanfälle in mir raus. Ich bin überrascht, dass ich jetzt noch so relativ normal reden kann und gar nicht in Lachanfällen ausbreche. Ja, wir haben letztens schon, als wir mit dem Fahrrad unterwegs waren, waren auch so 2, 3 kleinere witzige Begebenheiten. Und in dem Rahmen haben wir dann auch wieder die großen witzigen Begebenheiten rausgeholt. Und deswegen habe ich schon vor ein paar Tagen richtig heftig lachen müssen über die Situation. Deswegen kann ich das jetzt hier relativ ohne Lachanfälle vortragen. Also das war wirklich witzig, aber ich mag eben auch die Situationskomik oder Mimik-Gestik, ein Satz oder irgendein, manchmal kann ja auch Missverständnisse zu wirklich großem Humor beitragen und das liebe ich auch immer sehr und schätze das auch immer sehr. Genau, das waren mal 2 witzige kleine Geschichten aus unserem Leben. Die nächste Frage. Nehmen wir mal an, ihr verliebt euch total in ein Mädchen, so richtig mit Schmetterlingen im Bauch. Darf dieses Mädchen auch tierische Produkte essen oder ist das ein absolutes No-Go für euch? Also, geht gar nicht, heißt No-Go. Keine Ahnung. Wenn du ein Mädchen kennenlernen würdest, die Fleisch essen würde? Na, ich meine, ist es dir egal, dass du sagst, ja, ist mir egal, sie kann essen, was sie will, oder sagst du, oh, ich würde gerne, dass sie vegetarisch ist? Egal. Mir ist auch egal, aber naja, ich würde lieber so, dass man nicht Fleisch isst, weil es einfach nicht toll ist, so Fleisch zu essen. Also eher vegetarisch würdest du befürworten? Ja, nein, wäre nicht so schlimm, aber wäre dann schon besser ohne Fleisch. Ohne Fleisch wäre für dich und Simon ist es egal, okay. Die nächste Frage, die vorletzte Frage, welche Musik mögt ihr? Silas, du? Ja, also von No Copyright Sounds, Invisible und Arrow, dann noch von Ella Walker Faded und noch 2 andere Lieder, von denen mir gerade nicht den Namen einfallen und Marshmallow. Wo findet man die Musik? Auf YouTube. Auf YouTube. Simon, du? Also ich mag Two Steps vom Held, das ist epische Musik. Und dann noch Musik von den Lochis. Die singen Deutsch und... Was ist da so ein Titel zum Beispiel? Ich wäre ein Abschreiber oder ja, also das ist aber schon ein etwas älteres Lied. Okay. Wo hast du das kennengelernt? Du warst jetzt? Ich war 3 Wochen auf der Kur. Und da bist du mit dem Lied nach Hause gekommen? Ja. Weil sonst hört sich Simon eher klassische Musik und epische Musik an, eher? Genau. Magst du das, was Silas anhört, die Musik? Nee. Nicht so. Ja, zur Musik möchte ich nochmal sagen, wir haben ja schon seit 5, 6 Jahren kein Fernsehen und kein Radio. Also wir schauen keine Fernsehprogramme, wir schauen aber mal eine DVD oder über Amazon Prime. Schauen wir auch mal Filme oder Serien. Wir hören auch kein Radio, keine Radiosender.
weil mich die Musik einfach nicht mehr anspricht. Ich habe früher viel Radio gehört, auch gerade Deutschlandradio Kultur hieß es damals, glaube ich. Und ich mochte einfach auch diese schöne Mischung an Musik, Jazz und Klassik und Soul und so verschiedene Sachen. Aber irgendwann hat mich die Radiosender, die Musik einfach nicht mehr angesprochen und dann habe ich einfach kein Radio mehr gehört. Also ich höre sehr wenig Musik, aber ich mag auch epische Musik und klassische Musik, so wie Simon. Wir haben ja auch ein E-Piano zu Hause und ein Epic Piano. Ein Epic Piano. Und wir spielen dazu darauf ab und zu auch ganz laienhaft unsere Musik. Und was ich aber auch sehe, aber was ich sehr mag an Musik, ist so handgemachte Musik. Also zum Beispiel, wenn wir in der Leipziger Innenstadt sind und es gibt so eine Art Straßenmusik mit verschiedensten Instrumenten, Gitarre oder Geige oder auch Hang, so ganz tolles Instrument. Da höre ich schon mal gern zu. Also das ist auch Musik, die mich berührt. Oder ich habe auch mal, ich glaube, das war letztes Jahr in der Leipziger Innenstadt, einen Chor gesehen. Ich glaube, der war irgendwo aus Südamerika, aus Peru, bin mir aber nicht so sicher. Da gab es auch Gitarrenspieler dazu, aber vor allem auch Gesang, mehrstimmigen Gesang. Und das hat mich sehr berührt. Das schallte durch die ganze Innenstadt und da habe ich richtig Gänsehaut bekommen. Also ich liebe Musik, die mich berührt. Und die meiste Musik, gerade die man so im Radio hört, die auch 10-mal am Tag abgespielt wird, also 10-mal am Tag das gleiche Lied, was so hochgepusht wird, das berührt mich ja überhaupt nicht mehr, die Musik. Es gibt ein sehr interessantes Video vom YouTube-Kanal Die Zuversicht, da geht es auch um die Musikindustrie, auch ein bisschen, wie sich die Musik verändert hat, auch Rapmusik war sehr interessant, das wusste ich gar nicht so, ich habe zwar nie Rapmusik gehört, aber auch sehr interessant, der Ursprung von Rapmusik und was heute daraus geworden ist. Also ich verlinke euch dieses Video oben in den Infokarten, das ist so ein Interview, das war ursprünglich ein englisches Interview, das hat der Flo vom Kanal Die Zuversicht und noch ein anderer, fällt mir gerade der Name nicht ein, die haben dieses Interview einfach in Deutsch übersetzt. Also sehr, sehr interessant. Mein absoluter Lieblingsmusiker-Komponist ist Erik Satie, das habe ich auch schon in ein, zwei Videos erwähnt. Ich spiele auch ein Stück von ihm am E-Piano, Knosschen 1. Also Knosschen 1 bis 7, das sind so meine Lieblingsstücke von ihm. Vor allem 1, 3 und 7, ganz grandiose Stücke. Und Erik Satie, das ist eben die Musik, die in mir so viel auslösen kann. Die kann Blockaden lösen, also ich kann dabei weinen, ich kann mich dabei ganz leicht fühlen, ich kann absolute Freude empfinden und Glück, wenn ich Erik Satie anhöre. Das bedient so, also die Musik bedient so ganz viele Gefühle in mir, also das habe ich noch mit keiner anderen Musik erlebt und ich habe kürzlich auch erst ein Stück gefunden, es wurde mit so einem elektrischen Zupfinstrument, wurde Knosschen 3 interpretiert, damit habe ich sogar meinen Ältesten, den Simon, so ein bisschen angefixt, dass er sich das auch sehr gerne anhört, gerade mit Kopfhörer. Passieren. Ich habe Angst davor. Ja, Simon, Silas hat ein bisschen Angst davor, der mag die Musik nicht, aber ich habe das mit Kopfhörer angehört, bestimmt 30 Mal hintereinander und da sind so fantastische Sachen passiert, von Tränen laufen, absolute Leichtigkeit fühlen, Glück, Freude, irgendwelche Visionen. Ich hatte auf einmal vor meinem geistigen Auge so Bilder. Das war sehr, sehr faszinierend, was diese Musik Erik Satie auslöst. Und das Interessante ist ja, was der Arnold Ehret für mich mit seiner schleimfreien Heilkost in der Ernährung ist. Diese, ja, wie mich seine Texte berühren und seine Erfahrungen, wie ich mich da teilweise damit identifizieren kann. Genauso ist der Erik Satie für mich im Musikbereich. Und das Interessante ist, dass beide im gleichen Jahr geboren wurden, 1866 sind beide geboren. Fand ich mal sehr interessant. Erik Satie ist 1866 geboren und Arnold Ehret auch. Aber Erik Satie ist, glaube ich, in Frankreich, ich glaube in Paris, bin mir auch nicht so sicher geboren. Und Arnold Ehret in, Deutschland, Freiburg. Freiberg, ich bin mir aber nicht mehr so sicher. Ich finde, sie auch ziemlich ähnlich. Sehen sich ähnlich? Na, so vom Bart her, ne? Die Mode, ne? Bart, das ist... Der Bart, das ist das Wichtigste. Das ist auf alle Fälle sehr, sehr interessant. Und dieses eine Stück, Knosschen 3, mit diesem elektrischen Zupfinstrument, hört da unbedingt mal rein. Ich verlinke euch das mal oben in den Infokarten und am besten wirklich mit Kopfhörer, weil, also so, da hat es bei mir am intensivsten gewirkt. Und was Simon und ich auch total gern machen, ist... Essen. Vor allem ich. Vor allem. Genau. Vor allem. Nee, was machen wir gern? Wir sind noch einmal in der Musikfrage. Pfeifen, ach Pfeifen. So. Das war jetzt schön. So, wollen wir mal? Wir pfeifen jetzt mal ganz kurz ein episches Stück an, was wir gern pfeifen, wenn wir trauern, wenn wir in der Wohnung sind. Einer fängt an, der andere macht mit oder auf dem Fahrrad im Wald pfeifen wir auch manchmal. Wollen wir? Drei? Ja, ich kann jetzt nicht pfeifen, ich muss jetzt lachen. Warte hier!
Frage. Ja, sie langweilt, der liegt schon gähnend hier in der Ecke und langweilt sich. Kommen wir zur letzten Frage. Was mich noch interessieren würde, ist, ob du noch mit dem Vater zusammen bist von den Kindern und was er zum Lebensstil sagt, also Ernährung und Kosmetik und so. Und wie der Vater lebt, ob er auch so lebt. Also zur Lebensweise habe ich jetzt nicht ganz so den Einblick. Ich habe immer nur mal so Bruchstücke mitbekommen. Das können die Jungs dann vielleicht besser beantworten. Ich bin nicht mehr mit dem Vater der Jungs zusammen, schon seit 2010. Früher 2010 haben wir uns getrennt. Also ich weiß, dass er definitiv anders lebt als ich. Und was ich mal mitbekommen habe, ist, dass er auch zum Beispiel Wildkräuter sammelt oder sich mal einen Smoothie kocht und dass er auch so Sachen wie Buchweizen kocht für die Jungs, also auch selber kocht und Reis und Linsen und Buchweizen. Und Nudeln. Und Nudeln, ja, Nudeln. Von der Kosmetik weiß ich auch nicht so, was er benutzt, aber er war mal interessiert an unserer selbstgemachten Zahnpasta, hat er sich dafür interessiert. Aber sonst, könnt ihr noch was dazu sagen? Ihr wisst ja, wie ich lebe, wie lebt euer Papa. Da habe ich jetzt überhaupt keine Einblicke. Gerade auch, was Ernährung angeht, weiß ich überhaupt nicht. Also, wie jetzt? Wie, was? Na, ich lebe ja eher vegan, rohköstlich. Also pflanzenbasiert, rohköstlich, so frisch, also, so einfach wie möglich. Papa isst schon manchmal eine Wurst oder was Süßes. Und ja, er isst halt anders als du. Konventionell normal, wie viele andere auch. Hm. Und Simon, willst du noch was ergänzen? Was gibt's da? Er ist eigentlich normal, nur er isst ziemlich wenig Fleisch oder wenig Fleisch. Und ja. Und zur Kosmetik weiß ich nicht, was er dazu sagen soll. Die Jungs, Simon, hattest du jetzt ein Shampoo mit und sonst Seife, ne? Ganz normal. Mit Shampoo und Seife ist ja nicht so. Labeerde benutzen die Jungs, wenn, dann nur hier, und wenn sie zu ihrem Papa gehen, dann gebe ich entweder Zahnpasta mit, ganz normales aus dem Bioladen, oder jetzt zur Kur hatte ich im Simon auch ganz normale Pflanzenseife mitgegeben und ein Shampoo, also, und oder sie nutzen halt bei ihrem Papa die Dinge, die er da so zur Verfügung stellt, also da habe ich jetzt auch nicht so Einblicke und da will ich da jetzt auch nicht so Druck ausüben, dass das jetzt, sei es Ernährung und Kosmetik, dass das jetzt genauso, wenn die Jungs woanders sind, ich gebe was mit, ob sie das dann auch nutzen oder ob sie dann doch was anderes wünschen, das ist ihnen überlassen. Also ich hatte ja früher auch, als die Jungs noch kleiner waren, mir gewünscht, dass sie nur vegan essen und vor allem nur Bio. Aber das führt dann zu Spannungen und dann habe ich ganz schnell gemerkt, das kann ich nicht durchsetzen. Und das beschneidet ja auch immer die Freiheit des anderen. Und das war auch so ein sehr wichtiger Lernprozess für mich, das einfach loszulassen, gehen zu lassen. Und die Jungs sind ja jetzt mit ihren bald 10 und 14 auch schon in dem Alter, wo sie wirklich auch Entscheidungen für sich selber treffen, die auch nicht immer so mit meinem Wohlwollen übereinstimmen müssen. Und das ist ja auch in Ordnung so. Sie können ja auch ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche entwickeln, auch unabhängig von meinen Bedürfnissen und Wünschen. Das ist so ganz wichtig. Das war aber jetzt erstmal die letzte Frage, aber es wird nicht das letzte Q&A sein. Wir haben noch viele andere Fragen. Wir schließen jetzt erstmal den zweiten Teil ab. Tschüss. Tschüss. Das war der zweite Teil des Q&As. Es gibt noch viele andere Fragen, mindestens für einen dritten und vierten Teil. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, stellt sie gerne hier unter diesem Video. Ich nehme sie dann mit in unsere Liste auf und wir können sie dann in nachfolgenden Videos beantworten. Hinterlasst mir gerne euer Feedback, eure Gedanken, euren Kommentar unter diesem Video zu unseren Antworten, zu euren Fragen. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald, eure Silke.